Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Es tut mir leid, dass ich im letzten Part ein kleines bisschen zu früh die Aufnahme abgebrochen habe. Beendet. Aus, Ende, fertig. Und, ja. Vielleicht gelingt es uns schon, hier die eine hier... beiden hier, besser gesagt, zu erwürgen. Ich hoffe es sehr. Komm! Würgen! Was? Na, natürlich nicht. Dann lasse ich sie einfach stehen. Passiert ja normalerweise nichts. Ich dachte, ich kann sie würgen, ne? Ich kann mich hier ein bisschen umschauen, aber die steht schon wieder so beschissen, dass das wieder mal nicht gehen tut. Warum auch immer. Man kann sie ja nicht so einfach so schnappen. Das, ja. So ein Regal, so eine Kommode, wie auch immer, ist ja ein furchtbares Hindernis. Das weiß ja jeder Mensch. Nur die Zocke nicht. Ich würde zwar gern. Mein Knie ist besser. Ich glaube, da ist eh nichts. Und die Ringelblumen. Ich glaube, da ist eh nichts. Scheiß der Hund drauf. So. Dann würde ich sagen. War, ich habe eine Verfaulte gegessen. Pfui. Dann würde ich sagen, spazieren wir doch einfach mal hier lang. Ich kann den Aufzug benutzen, um zu Delilah im Thronsaal zu fahren. Okay. Ich würde aber gern darüber zur Kapelle. Wie ich da hinkomme, ist die Frage. Die haben für mich schon alles kaputt gehauen. Das ist praktisch. Was haben wir da? Notiz von Delilah. Nach diesem erbärmlichen Angriff des Ordens will ich, dass der Sicherheitsraum abgeschaltet und dieser klapprige Apparat gesperrt wird. Keine Bittsteller mehr aus der Stadt, die um meine Gnade winseln. Kommen Sie nur in meinen Thronsaal, wenn Sie wirklich in Not sind, und wehe all denen außerhalb des Zirkels, die mich beim Malen stören. Die Aufseher waren wohl unsere letzte zuerst zu... Entschuldigung, nochmal. Die Aufseher waren wohl unsere letzte ernstzunehmender Feind und sind nun geschlagen. Und sie sollten auch mit allen anderen fertig werden. Ihre Kaiserlichkeit, wollte ich sagen. Delilah Coldwyn, genau. Ich muss den Sicherheitsraum erreichen, um den Strom im Tower einzuschalten und den Aufzug zu aktivieren. Natürlich ist die Tür blockiert. Schauen wir mal, ob wir auch nach unten kommen. Na, unten geht gar nichts. Vielleicht gibt es ja ein Stockwerk zwischendrin. Ich denke nicht. Ach so, deshalb muss ich den Strom... Oh, Entschuldigung. Ist blockiert. Wie kriege ich die jetzt auf? Grrr. Von der anderen Seite natürlich, Zocki. Was fragst du denn so dämlich? Ah, ja. Müssen wir doch an den Damen dort vorbei... Na, brauchen wir nicht. Oh! Um Gottes Willen! Die armen Männer. Oh mein Gott. Aha. Bald träume ich den Traum von einer neuen Welt und alles wird sich ändern. Das ist doch bestimmt eine Falle, oder? Oberaufseher. Yep. Die Entscheidung ist gestorben. War klar, oder? War doch zu einfach. Aber ich probiere was anderes. Warte. Ich nehme sogar den Spielstand hier, weil da haben wir, glaube ich, die Notiz schon. Ich probiere es einfach, an mich ranzuziehen. Vielleicht habe ich ja Trottelglück und die Weiber... ja, verschonen mich. So, das haben wir, ne? Das machen wir gleich mal aus. So, ein Stück weiter vor, genau. Richtig. Hier. Ah, wo sind... Na komm. Ruck.
2 so klar, oder? Dass man das dann nicht so einfach kriegt. Vor so langer Zeit liefen wir über die Dächer und machten Lagerfeuer auf dem Friedhof. Schliefen den ganzen Tag. Da vorne ist ja auch so ein Köter, ne? Sehe ich gerade. Warte, ich muss mal speichern. Ich speichere das... Na, ja, fortsetzen. Das Schicksal will, dass ich nicht speichere. Nein? Warte, ein neuer Spielstand? Ja, bitte, ja. Ach, du Heilige. So, das wäre aber auch cool. Neues Knochenartefakt. Der hat aber noch was, oder? Zwei Knochenartefakte hat er. Aha. Gut. Passt. So. Da gab es jetzt irgendwo eine Tür, ne? Wo ist die? Die wollte ich von der anderen Seite aufschließen. Was haben wir da? Aha. Okay. Ich mach lieber mal zu. So. Lief ja gar nicht mal so deppert, oder? Mann, das ist jetzt echt zwei Knochenartefakte. Wäre schon bald cool nachschauen, was die können, oder? Ist hier auch eins? Sie fand den Ort, an dem er durch Messer und Ritual geboren wurde. Vor tausenden von Jahren. Vorne ist gleich was, ne? Okay. Irgendwo da hinten. Aha. Du kannst nicht mehr davon tragen. Warum eigentlich trage ich noch ein Geheimnis? Ja. Vielleicht mal Dingens wechseln. Und das soll jetzt wo sein? Stimmt das hier noch? Seltsam, diese Bewegung. Wie ein Mann, aber wiederum auch nicht. Was? Öl strömt durch seine Venen, gewonnen aus dem Fett der Riesen im tiefen, eiskalten Wasser. Das hat nichts mit der Magie unserer Herren zu tun. Alles andere als vom Nichts berührt. Könnten wir wohl einen aus Knochen bauen, wie die Grabhunde? Delilah könnte es. Mit oh Briars Gott. Hilfe. Sie war immer so geschickt im Umgang mit Knochen. Ich habe es nur Glück gehabt. Ja, aber Brianna ist tot. Jetzt kann eine andere von uns Delilahs Liebling werden. Bauen wir einen Mann aus Knochen, um ihre Gunst zu gewinnen. Da Jindoshs Geist nur noch Brei ist, hält auch sein Spielzeug nicht ewig. Halleluja. Okay. Die Maschine läuft gerade langsam. Ja, ich lauf auch langsam. Mit schwachen Nerven. Okay. Kann man nicht irgendwas anderes noch würgen? Hm.
Oder vielleicht muss ich die, brauche ich die gar nicht machen. Vielleicht reicht es, wenn ich die ausweiche. Boah, ich bin gerade überfordert ein bisschen. Fällt wahrscheinlich schon auf. Hier soll ein Knochenfragment, also irgendwas. Ja, unter uns, ne? Das ist alles voll mit diesen Graffeln, ne? Diese Maschine, ne? Ich dachte, geht weiter. Ich sehe, glaube ich, was. Einen Beitritt. Ach du Heilige. Mal schauen, ob es hier weitergeht. Da ist noch so ein Trottel, ne? Alles voll mit diesen Maschinen, Heinis. Warum steht ein Kapelle mitten in der Kapelle? Alter, wir haben die Kapelle erreicht. Schwitz, Schwitz, Schwitz. Was haben wir denn da? Delilah Runenharmonie. Es war nicht leicht, die Energie des Nichts zu bezwingen, aber ich konnte Knochenruinen für mein großartiges Gemälde korrumpieren. Alle Zutaten liegen in der Kapelle bereit. Getrockneter Seedang und Algen aus den Gräbern, Blumen aus den Gewächshäusern zu Staub und feinen Pigmenten vermahlen, menschliche Knochen mit Infusionen aus Angst und Reue. Ich muss geduldig sein und weitermalen, bis endlich die letzte Rune in den Thron eingesetzt werden kann, in meinen Thron. Allerdings müssen die fehlerhaften Runen in Harmonie mit ihren reinen Gegenstücken stehen, zwei fehlerhafte mit zwei der reinsten. Sonst könnte die Magie des Gemäldes versagen oder sich im schlimmsten Fall gegen mich wenden. Aha. Der Lala okay. Arbeitet an etwas Schrecklichem. Aber ich kann es vielleicht sabotieren. Geschafft. Ich habe die Kapelle gemalt, aber einen Baum hinzugefügt. Nach dem Anordnen der Reihen. Wenn ich mehr fehlerhafte Runen herstelle, könnte ich Delilahs Gemälde stören. Durch die Kapelle aus Farbe ersetzen. Mit weiteren Runen müsste das mit dem gesamten Reich funktionieren. Das wird mein größtes Werk. Diesen Misthaufen, in den wir geboren wurden, durch mein Gemälde zu ersetzen. Die Welt, wie sie sein sollte. Endlich wird alles vollständig in Ordnung sein. Habe ich jetzt schon alles aufgehoben, genommen? Und wie baue ich das? Hier und jetzt? Hier, ne? Aha. Oh. Fehlerhafte Rune. Super. Eliminiere Delilah Copperspoon. Jo, sehr schön. Würde ich sagen, das passt ja schon mal. So, dann würde ich sagen, dass du mal auch sofortig speichern. Es lief einfach schon zu gut. So. Okay, dann wäre mal gut, in die Questgeschichte reinzuschauen, ne? Ja, die haben wir. Schalte die Energie wieder ein. Die brauchen wir als nächstes. Jo, Missionshinweis.
Herstellen verderbter Runen, Missionsgegenstände, der Knochen und der Waffenschlüssel. Den haben wir eh schon eingesetzt, tut. So. Ah ja, natürlich. Hier sind noch, boah, oh ja, da sind viele Geschichten. Dingens haben wir auch ein paar. Mal wegtun das ganze Rufzeichen-Dingens hier. Und zwei Karten vom Großpalast. Eine hätte uns gereicht. Gut. So, jetzt wäre es gut, diese Rune hier auch zu finden, ne? Gibt es vielleicht noch andere? Traumes kleines Mädchen. Einst eine Kaiserin. Da oben. leben die oder sind die tot? Sie lebt, oder? Sieht aus wie eine Hexe, oder? Ich glaube, wir haben gespeichert, ne? Wir haben gespeichert. Ich probiere jetzt einfach mal. Ich will nicht zu oft speichern müssen. Die entkommen mir nicht. Doch, das sind alles Hexen. Okay. Das sind alles Hexen. Ich habe mich nicht verschaut. Hier. Sind alles Hexen. Was machen die da? Die füttern irgendwelche Toten, oder? Die haben so einen an der Waffel. Gut, hier möchte ich nicht lang. Hier möchte ich ungern lang. Wenn ich mehr fehlerhafte Runen herstelle, könnte ich Delilahs Gemälde stören. Ja, und wo soll man Knochen herkriegen? Wow. Nur mal so eine Frage. Hier oben sollte auch irgendwo eine Rune sein, ne? Hexe. Wiedergabe nach dem letzten Praxistest entfernt. Hexe! Hier höre ich eine Rune. 1000 Rotationen. Scheiße. Wiedereinleitung des Graphits. Dieses mechanische Ding ist noch irgendwo da draußen. Ich muss hören, ob es kommt. Scheiße. Die Maschine läuft gerade langsam. Aha. Was haben wir denn hier gefunden? Herzen? Ja. Hier sind wir also, wo meine liebe, lügnerische Halbschwester Jessamine und ich gespielt haben. Mhm. Wo deine Mutter im Bett mit deinem Vater lag und dich geboren hat. Wo sie von Daud und seiner Bande ermordet wurde. Der Ort, der unser beider Leben zerstört hat. Aha. Das hier ist echt kriminell. Das ist echt übel hier gerade. Ich steck fest. Nun gut, zurück in Routinemodus. Oh Gott, die versuche ich mal zu verstecken. Wo ist denn schon diese Kackrune? Jessamine ist endlich fort. Im Nichts. Sie ist nicht da in dem Raum. Ihre Belohnung ist Frieden.
Was tue ich hier bitte? Ich gehe mich nur mal umschauen. Ich schaue mich mal um, wo das sein sollte. Beziehungsweise wo ich da hin müsste. Hier? Na, das ist schon da drin. Hier drin? Ich schaue mich nur mal um. Ich werde sowieso verrecken. Da! Oder soll es irgendwie reingehen? Aber keine Ahnung wie. Ja, ja, bringt's mich um, das ist eh wurscht. Ich schaue mich nur gerade um, ob man hier irgendwie reinkäme. Aber ich glaube nicht, ne? Keine Ahnung, wie man da... Die ist da irgendwie zwischendrin. Man sieht zwar, dass es hier einen Geheimgang geben hätte. Gegeben hätte, tut. Aber da kommst du nicht rein. Gar keine Chance. Ich bin ja schon überlegen, solche Runen und Knochenfragmente auszulassen, weil es einfach wahnsinnig viel Zeit kostet. Ganz ehrlich, ich glaube, die lassen wir weg. Ich glaube, wir haben eh das Dingens. Ich will mal zum Sicherheitsraum. Ganz ehrlich gesagt. Was war das? An die Herzogin Lucille Clotilda. Ich hoffe, Sie sind bei guter Gesundheit. Sie waren die Erste, die mir treu gelobt und den mörderischen Emily Coldwyn abgeschworen hat. Solch rasches Handeln sollte auf Gegenseitigkeit beruhen. Ich lade Sie zu einem Abendessen zu Ihren Ehren ein. Meine Küche wird Austern in Gelee, Hering in Soße und seltene morlerische Brackwassermuscheln zubereiten. Sagen wir morgen Abend. Ich kann kaum erwarten, Ihnen zu zeigen, wie ich zu jenen stehe, die so rasch ihre Gefolgstreue wechseln. Kaiserin Delilah Coldwyn, sieht man, die ist eingegangen. Ich hoffe, der ist jetzt weg. Wieder rauf. Ich will hier rauf. Ich hasse ihn. So. Wo geht's jetzt hier lang? Ratten. Sicherheitsraum. Super. Haben wir ihn schon gefunden. Das ist ja toll. Aha. Okay. Aha. Ja, die ist kaputt gegangen, ne? Wir brauchen eine weitere für hier. Ich verstehe. Die Frage ist, wo kriegen wir die her? Die da ist auch kaputt. Ah, die ist ganz. Und wie befüllt man die jetzt? Leer. Ja, so geht das. Alles klar. Wenn der Strom da ist, kann ich mit dem Aufzug zum Thronsaal fahren. Mhm. Das hier ist was? Ach so, lol. Okay. Das Grummeln der Maschinen, die Öl von den Riesen der Tiefe verdauen. Oh, Scheiße. Wer nachher mit den toten Metalldingern rumspielt. Ich glaube, ich bin gut ausgewichen. Oi, oi, oi. Die Runen lasse ich mal.
Hat er mich jetzt gesehen? Oh Mann. Hallo. Glück gehabt. Allgemeiner Ordnungsmodus. Diese Wiedergabe weist auf eine... Warum läuft die Elektrizität wieder? Wie Mäuse in einer Schlangengrube. Was? Ich bin nicht geschlichen, ne? Ach, jetzt verdrücke ich mich schon wieder. Mei, das ist echt scheiße. jetzt mache ich einmal, skill ich ein bisschen und dann haue ich wieder alles. Ach Gott. Ich dachte, ich bin ja leise. Nichts leise. Ich müsste durch die Tür durch. Ja. 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 Rummeln der Maschinen, die Öl von den Riesen der Tiefe verdauen. Sehen wir nach, wer mit den toten Metalldingern rumspielt. Und weg sind wir. So, jetzt ist der Trottel da oben normalerweise, ne? Na los? Ich nehme ein bisschen Mana. Okay, der Arsch ist weg. Bitte. Komm. Boah, ich hasse es. Kann ich ja gar nicht mal in Worte fassen. Sie bleibt. Wir sind noch nicht fertig. Sie muss doch hier sein. Ich hau einfach mal ab. Runen, Knochenartefakte und so weiter sind mir jetzt gerade echt wurscht. Da habe ich gerade echt keinen Bock mehr, die zu suchen. Markum, lass mich rein da. Danke. Wie kriege ich die jetzt ausgeschalten? Ja. Entweder gehe ich da wieder runter oder ich mache da drüben was. Ich speichere auf jeden Fall mal, bevor ich wieder irgendeinen Schmarrn mache. Bin ich hier richtig mit dem Spielstand? Nein, ich glaube nicht, oder? Wie viel haben wir da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Voll passt schon. Alles okay. Ach, du liebe Zeit. Wie spät haben wir es denn schon wieder? Ah, je. Was? Ist schon wieder zu Ende der Part? Hör auf. Tatsächlich. Meine Güte, die Zeit vergeht. Es tut mir so leid. Na toll. Dann beenden wir den Part wieder. Ihr Lieben, sorry fürs Herumgefehle immer wieder. Es ist halt manchmal nicht so einfach, wie es vielleicht ausschauen tut. Aber ganz klar ist, ihr könnt es definitiv besser. Ihr Lieben, das war's leider wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!